Anatta Zeta Denait. Die ersten 8 Schritte. Wir gehen etwas nach rechts mit rechts, links, rechts und den linken kicken wir nach vorn. Dann gehen wir wieder zurück mit links, rechts, links, wieder Richtung 12 Uhr und den rechten Fuß neben den linken ein Step. Das Ganze machen wir jetzt spiegelverkehrt. Etwas nach links gehen. 1, 2, 3, ein Kick und wieder zurück. Links und rechts. Das Ganze noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Den rechten Fuß zur Seite. Den linken kicken wir gekreuzt über den rechten. Dann machen wir eine forte Linksdrehung, setzen den linken Fuß ab und mit dem rechten Fuß machen wir ein Scuff. Das heißt, die Ferse am Boden schleifen lassen. Jetzt folgt eine Jazzbox Cross. Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken Fuß nach hinten, rechts zur Seite und den linken Fuß über den rechten kreuzen. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß zur Seite, machen eine Viertel-Linksdrehung, setzen den linken Fuß ab und kreuzen den rechten Fuß über den linken und einen Schritt Halt. Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite ab mit einer Viertel-Rechtsdrehung, setzen den rechten Fuß neben den linken und kreuzen den linken Fuß über den rechten. Diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, ein Schritt Halt ist 4. 5, 6, 7, ein Schritt Halt ist 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.